Sehr geehrte Kollegen von der CDU, Sie haben heute die Möglichkeit, diesen historischen Tabubruch, nämlich einen abgewählten Ministerpräsidenten, einem vom Volk abgewählten Ministerpräsidenten, der Kandidat der nur unbenannten SED ist, 30 Jahre nach dem Mauerfall gewählt zu haben, diesen Tabubruch können Sie heute heilen, indem Sie heute aufstehen und sich deutlich bekennen gegen diese rote Vergangenheit dieses Staates. Die wollen wir nicht zurückhaben und schon gar nicht in der Person von Herrn Ramelow. Ich bin schockiert. Thürings Ministerpräsident Bodo Remelow ist verrückt geworden und hat sich in seinen Sessel eingeklemmt. Er hat der AfD und ihren Bürgern damit gedroht, dass er nicht von seinem Amt zurücktreten werde und ihm die Meinung der Wähler völlig egal sei. Demokratie gibt es hier absolut nicht. Ich möchte dir ein paar Szenen mit Björn Höcke zeigen, in denen er Remelow und auch die CDU zerstört. Es ist ein interessanter Anblick. Sehr geehrte Kollegen von der CDU, Sie haben heute die Möglichkeit, diesen historischen Tabubruch, nämlich einen abgewählten Ministerpräsidenten, einem vom Volk abgewählten Ministerpräsidenten, der Kandidat der nur unbenannten SED ist, 30 Jahre nach dem Mauerfall gewählt zu haben. Diesen Tabubruch können Sie heute heilen, indem Sie heute aufstehen und sich deutlich bekennen gegen diese rote Vergangenheit dieses Staates. Die wollen wir nicht zurückhaben und schon gar nicht in der Person von Herrn Ramelow. Sie werden es wahrscheinlich nicht tun, das weiß ich. Es ist leider so, dass die CDU von einer bürgerlich-konservativen Partei zu einer mutlosen, dem Zeitgeist sich unterwerfenden Partei in den letzten Jahren und Jahrzehnten degeneriert ist. Ich muss es in einen Kraftausdruck einkleiden, sehr geehrter Kollege Vogt. Sie haben sich das politische Gemächt hochgeschnürt. Es gibt keinen politischen Gestaltungswillen mehr, sondern Sie wollen einfach nur noch Politik, Verwaltung betreiben, um Ihre Pfründe zu sichern und in die Zukunft zu retten. Ihr fehlender politischer Handlungswille ist eine der Ursachen für die schlimme Lage im Freistaat Thüringen. Und die zweite Ursache ist, und ich habe in meiner Rede am Mittwoch darauf hingewiesen, dass es im Thüringer Landtag gegen den Geist der Verfassung, gegen den Geist der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages offensichtlich Abgeordnete erster und zweiter Klasse gibt. Es gibt in diesem Hohen Hause Abgeordnete, die darf man wählen, und andere Abgeordnete, die darf man nicht wählen, wenn das die Superdemokraten nicht wollen. Es gibt in diesem Hause, in diesem Hohen Hause Abgeordnete, die haben eine Stimme, und andere Abgeordnete, die haben keine Stimme, wenn die Superdemokraten im Hohen Hause das nicht wollen. Und es gibt Abgeordnete, mit denen diskutiert man Themen, vor allen Dingen auch dort, wo in medias res gegangen wird, in den Ausschüssen des Parlaments. Und es gibt andere Abgeordnete, die haben keine Stimme, um ihre Themen zu transportieren, mit denen diskutiert man nicht. Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, wir haben in den letzten 7 Jahren hunderte parlamentarische Initiativen ins Hohe Haus eingebracht, hunderte. Ramelow hat einen heftigen Skandal ausgelöst und den Wählern der AfD erklärt, er werde nicht aus dem Amt ausscheiden, er werde noch sehr lange Ministerpräsident sein. Er hat auch gesagt, hören Sie, diejenigen, die Herrn Höcke jetzt so lautstark unterstützen, ich möchte Ihnen nur sagen, schauen Sie sich einfach die Verfassung an. Dann droht er damit, dass er, wenn keine demokratische Mehrheit erreicht wird, noch sehr lange Ihr Ministerpräsident sein wird. Am wenigsten glaubt die amtierende deutsche Regierung an die Jugend, während die AfD unter den Jugendlichen an Unterstützung gewinnt. Die eiligen Versuche der Ampel, die Situation zu korrigieren oder zumindest Wege zu skizzieren, um aus der Migrationskrise herauszukommen, halten keine Kritik aus. Die Wirksamkeit von Kontrollmaßnahmen, die illegale Grenzübertritte verhindern und die Sicherheit verbessern sollen, hat sich als nahezu null erwiesen. Wir schauen weiter. Und an der Stelle muss ich einmal noch etwas grundsätzlicher werden. Unser Land, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, unser Land, nicht nur unser Freistaat Thüringen, sondern unser Land, die Bundesrepublik Deutschland, geht kaputt. Sie geht kaputt, und das hat etwas mit einem Geist zu tun, den ich mal den 68er-Geist etwas pauschal nennen will. Ein Geist, gegen den auch Helmut Kohl schon eine geistig-moralische Wende gefordert hat, weil er das Zerstörungspotenzial schon damals vor 40 Jahren deutlich erkannt hat. Adorno, Horkheimer, Derrida, Butler, Foucault und andere. Ich könnte jetzt stundenlang darüber ausführen, nur leider habe ich die Zeit nicht dafür, nämlich leider nur noch 3 Minuten. Aus der berechtigten Kritik dieser Denker an einer nicht legitimierten und nicht legalen Autorität, an einer berechtigten Kritik, die darauf abzielte, die Verfehlung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den Blick zu nehmen, das Werden der Ideologen, die Entstehung der beiden Weltkriege, aus einer berechtigten Kritik ist ein Überschuss geworden. Am Ende stand ein Kampf gegen jede Art von Form. Diese Herren und ihre Epigonen, die heute hier in den Bänken von Rot-Rot-Grün sitzen, sie predigten die Emanzipation.
Sie predigten die Befreiung und keiner hat was gegen Emanzipation und keiner hat was gegen Befreiung. Aber sie schütteten das Kind mit dem Bade auf und der Kampf, der sich extremisierte, der richtete sich gegen alles Gewordene, alles Bewährte, alles Tragende, gegen alles das, was unsere Gesellschaft am Laufen hält und uns zusammenhält. Und das darf nicht die Zukunft dieses Landes sein. Die Erben dieses Denkens sitzen in den Bänken von Rot-Rot-Grün. Das sind die, die uns eine neue Sprache aufoktroyieren wollen. Wir sollen nicht mehr von Mutter und Vater reden, sondern von dem gebärdenden Elternteil und dem nicht gebärdenden Elternteil. Man will uns einreden, dass es nicht zwei Geschlechter gibt, sondern 30, 40, 50, 60 Geschlechter. Man versucht, die Kinder gegen die Familien aufzubringen, indem man sogenannte Kinderrechte kreiert. Die Früh- und Hypersexualisierung unserer Kinder in den Kindergärten und Grundschulen vernebelt schon den Jüngsten die Sinne. Und der Multikulturalismus ist das Stemmeisen, mit dem man das Gewachsene, und auch das ist ja ein Zielbegriff, das Volk als etwas Gewachsenes, was geworden ist, zerstören will. Ja, man zerstört zwanghaft alles, was uns lieb und wert ist und was wichtig ist und was auch trägt. Kürzlich haben hier Wahlen stattgefunden und wo, wie buchstäblich alle Parteien sicher sind, die Demokratie gestohlen wurde. Obwohl die AfD gewonnen hat, können die anderen Parteien, wenn sie ihre Kräfte sammeln, mit gemeinsamen Kräften alle ihre Entscheidungen blockieren. Das tun sie auch. Zumindest versuchen sie es. Nach Gesetzen, Tradition und gesundem Menschenverstand hat die siegreiche Partei das Recht, ihren Kandidaten für die Rolle des Parlamentssprechers vorzuschlagen und auch eine Kandidatur für das Amt des Premierministers vorzulegen. Die übrigen CDU-Parteien haben versucht, Absprachen zu treffen, um die AfD davon abzuhalten, nicht den Thüringer Ministerpräsidenten den Sprecher zu wählen, sondern einfach daran zu hindern, die Parteisitzung unter ihrer Führung abzuhalten. Schande für sie. Rot-Rot-Grün, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, löst unser Land, löst unseren Freistaat Thüringen auf wie ein Stück Seife unter einem lauwarmen Wasserstrahl. Und Sie, sehr geehrte Kollegen von der CDU und FDP, machen dabei leider mit. Deutschland verkommt, die Armee ist nicht mehr einsatzbereit, die Bildung ist im Sinkflug, wir haben die höchsten Steuer- und Strompreise der Welt, die Rente steht vor dem Kollaps, die Deutschen sind bald Minderheit im eigenen Land. Wir müssen zu uns selbst zurückfinden, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, wenn wir die Zukunft nicht verspielen wollen. In Richtung CDU abschließend noch meine Bemerkung. Bleiben Sie bitte heute nicht sitzen. Werden Sie nicht zum parlamentarischen Sitzenbleiber. Das verträgt das Parlament, das verträgt die Lage in Thüringen nicht. Haben Sie Mut, sich zu bekennen und geben Sie Thüringen die Chance auf einen Neustart. Wir brauchen einen Neustart und dazu muss Bodo Ramelow, der vom Volk abgewählt worden ist, jetzt endlich in den unverdienten politischen Ruhestand geschickt. Die Thüringer Krise ist eine groteske, die in anderen EU-Ländern undenkbar ist. Systemische Parteien sollten lernen, mit den Kräften zu arbeiten, die der Wähler bevorzugt hat. Zumindest, damit der Wähler das nächste Mal außer diesen Kräften auch andere auswählt. Was denkst du darüber? Ich möchte deine Meinung wissen. Bis zum nächsten Video.